Mein Name ist Georg Weißbach. Ich komme aus Leipzig. Ich lebe auch hier und ich bin von Beruf her bildender Künstler. Ich sehe mich nicht in der Linie der neuen Leipziger Schule oder der Leipzig-Schule, aber ich bin ein Künstler, der aus Leipzig kommt, der hier an der Hochschule studiert hat und der damit groß geworden ist und das auch definitiv ein Teil meiner Kunstauffassung ist. Mehr Vorbilder aus dem Hier und Jetzt zu nehmen, aus Werbung, Comic, Internet, Filmen, Musik, Popmusik, Popkultur, also was. Ich übermale schon seit jetzt bestimmt 10, 12 Jahren. Früher habe ich meine eigenen Arbeiten übermalt. Und dann habe ich vor jetzt 2, 3 Jahren ein riesiges Konvolut an Bob Ross Bildern gefunden. Und er ist so der positivste Künstler, glaube ich, auf der Welt, der ganz nach Beuys'schem Prinzip allen ZuschauerInnen mitgibt: Es gibt keine Fehler, jeder Mensch ist ein Künstler, Fehler machen Spaß, du schaffst das, wir sind Künstler, wir können das. Und das ist natürlich ein Aspekt, der mich sehr interessiert. Und unter anderem ist jetzt für die Edition auch eine Übermalung, wo ich eher motivierende Quotes, Sprüche, die man eher so aus Kalendern, die man so aus amerikanischen Filmen, hängen oft im Hintergrund in Schulen oder Büros so Sprüche, dass wenn du an dich glaubst, dann schaffst du das oder just do it. Kunst kann motivieren, Kunst soll im Idealfall motivieren. Es bringt einem viel, es ist Freude, Leid, Freude vor allem im Idealfall, wenn man überdenkt alles, das Leben und so weiter.